Ein Instrument für Jahrhunderte. Klänge für die Ewigkeit. In einer Orgel haben wir verschiedene Klangstimmen. Die klingen wie Streichinstrumente, wie Blasinstrumente. Manchen Orgeln sogar gibt es Trommeln. Und eine einzige Person kann ganze Orchester spielen. Knapp 40 Mitarbeiter fertigen bei der Otto Heuss GmbH Spezialkomponenten für Orgeln aus aller Welt. Spezialkomponenten können elektronische Steuerungen sein, können aber auch sogenannte Spieltische sein. Das ist das, wo der Organist am Ende dran sitzt. Alles, was man braucht, um die Orgel zu steuern, sind die Sachen, mit denen wir arbeiten. Mit 70 Jahren Firmengeschichte ist das Unternehmen der größte Orgelteilezulieferer Deutschlands. Unterwegs auf Messen weltweit hat sich das Unternehmen einen namhaften Ruf gemacht. Es gibt wenige Orgelbauer weltweit, die uns nicht kennen oder nicht irgendwo bei uns im Kundenstamm sind. Eine Orgel überdauert Jahrhunderte. Natürlich ist eine moderne Orgel ausgerüstet mit Elektronik. Eine Elektronik überlebt keine Jahrhunderte. Aber zum Beispiel, dass eine Elektronik 30 Jahre in einer Orgel ist, ist nicht ungewöhnlich. Und wenn das hält, muss immer wieder repariert werden. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir auch viele Teile über viele Jahrzehnte vorrätig haben. Jedes Orgelteil, oder zumindest jede Orgel definitiv, ist ein Unikat. Dementsprechend muss immer alles spezifisch geplant werden und für den Kunden gebaut. Weltweit steigt die Nachfrage an Orgelteilen. Vor allem in den USA und in Asien sind die Produkte und Dienstleistungen der Otto Heuss GmbH gefragt. Dafür sind wir sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, auch neue Entwicklungen zu betreiben, die den Orgelbau und unsere Produkte voranbringen. Mein Name ist Julian Heuss, ich bin gelernter Orgelbauer und zusammen mit meinem Bruder Tristan Heuss sind wir beide die Geschäftsführer der Otto Heuss GmbH.